Kompetenzen. Aber ich hätte noch mehr hinterfragt. Wie nie zuvor. Neno? In meinem Team. Stream Sniper, ey. Soll ich nicht in der Serie verruinieren und einfach nichts machen? Nein, Spaß. Das schaffe ich auch so. Ich seh nix. Ah, scheiße. Okay, wir haben aber einen guten Push gemacht. Ja, nicht so gut hier, das Team ausradiert wurde, ey. Jetzt sieht er sogar, wo ich bin. Ich habe auch einen Splash dann. Ah, drei mitgenommen. Das sollte erstmal passen. Einer kommt von rechts, hinter uns ist tot. Den jage ich mal hier weg. Ah, dem bin ich vor die Schüsse gelaufen, ärgerlich. Hier lebt eh nur noch einer, da würde ich doch einfach mal drauf gehen. Da war der zu offensiv als Exposure. Na, ah, Bombe, zu spät gesehen, ne? Aber wenn wir auf den Checkpoint gehen. Auf den Turm, passt. Perfekt! Sehr schön. Nice! Du bist tot.
Kein Backup. Als ob er der nicht stirbt. Und sich gleich zu mir dreht. Ärgerlich. Ja, natürlich komme ich nicht weg. Aber wir haben einen guten Push gemacht. Das Ding ist wieder da rechts hinten, ey. Ja, Sniper zu spät erwischt. Ah, da waren beide. Ich hab den beide jeweils einmal getroffen, ey. Okay, 2,5 Minuten, ne? Das ist egal, wo ich lang schwimme, irgendwie treffen die mich immer. Man hat mich ja schon getroffen, bevor ich überhaupt rausgedodged bin. Vielleicht muss ich von der anderen Seite kommen. Ja, natürlich. Ich sag ja, die haben immer die Reichweite dafür. Sehr gut. Und nur noch der Sniper, der hat seine Special ready. Aber der wird wahrscheinlich Neno abfacken, weil wenn er wieder in seinem Crab Tank ist, ne? Ninja, ärgerlich. Aber wobei, springen wir dahin. Ja, Splash, ich bin tot. Ärgerlich. Ich gehe mal in die Defensive. Bombkill. Aber das haben wir. Ja, haben wir. Sehr schön, Serie gewonnen. Das wäre meine 9. dann. Wäre dann quasi so kurz davor, das Abzeichen zu bekommen. Oh, ich habe... Leid, oder? Röbling. Über eine Krone. Jetzt denken die Leute, ich wäre bestimmt voll krass.
Ja, natürlich komme ich nicht weg, lol. Boah, mein Team ist auch wieder... Alter, wie sniped der denn alle weg, ey? Krass. Ah, Top X-Kampf, whatever. Hervorragend dahinter. Ah, noch ist nichts verloren. Krass, bringt gar nicht zu dodgen. Lol. Na, wir kommen auch nicht nach vorne, ne? Jo, hätte ich mit rechnen müssen, ne? Krass, der leckt auch gar nicht. Gar nicht. Also ich meine, gut, war jetzt auch nicht gut von mir, aber da hat man nicht gar nicht gemerkt, dass er am Lecken. Nein, 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 das wäre ja albern. Ja. Aber gar nicht. Naja. Schade. Erstes Match für den Arsch. Alles okay, jawohl, sehr schön. Ja, ich bin an diesem Ding hängen geblieben, ey. Na, das Löscher noch dazu gewesen, naja. Wipeout sehr gut, aber ey, Berserker einmal regelt bestimmt. Hätte ich auch versucht, ne? God Mode aktivieren und oh, hat er nicht, schade. Das sind meine Gegner. Ein silbernes X-Abzeichen. Das sind meine Gegner. Boah, ich finde... Splatoon macht dadurch echt immer weniger Spaß, ey.
Aber hey, ich hab ja auch, bin ja auch Top 10.000, also eigentlich sollte ich so... Ist ja fast gleich auf. Was machen da die 9.500 einen Unterschied? Ja, zack. Ich sag ja easy, die haben... Nebelwasser kennst du sogar. Ich nicht. Beste Fahrt ever. Was machen die denn gerade? Soll ich auch hinspringen und sterben? Ich mach's mal nicht. Oh, als ob ich nicht mal nach vorne komme, ey. Weiß nicht mal wovon, aber ist halt Silberabzeichen, der macht das schon. Der weiß, was er tut. Sehr gut. Ich hitte einfach wieder alles. Ich nichts getötet. Und sterbe. Glück, dass er nicht Kleckser spielt. Boah, yo, ich fühle das Glück gerade. Ich freue mich gerade auch richtig, dass er kein Kleckser spielt. Weil dann, würden wir ja verlieren. Also quasi so wie jetzt. Gerade. Nee, krass, ich sehe keinen Unterschied. Lol, der hätte auch Kleckser spielen können, wir hätten trotzdem verloren. Also wenn er dann noch krasser ist, yo. I see no difference. Auch wenn es knapp war. Aber hey, verloren ist verloren, interessiert ja keine Sau. Damit 0-2, sehr schön. Aber abfahren. Ich habe ja noch meine Krone, die zeigt ja, dass ich einfach ein übler, krasser Dude bin. Deswegen gibt man mir jetzt erstmal einen Gegner mit 6 Kronen. Boah, der ist einfach bestimmt S plus 763, aber... Ich finde, das ist schon gut ausgeglichen. Da ist der erste schon tot, da ist der zweite schon tot. Ich glaube, das läuft gut. Ich bin auch tot, ich weiß auch gar nicht woran. Ah, der L3, der ist... Ne, H3, ne? Ist egal, nur so, ne? Boah, hab ich Spaß, ey.
mein Team hat, glaube ich, schon aufgegeben. Also ich habe jetzt... Ich glaube, mein Team hat aufgegeben. Oh, ich habe einen mitgenommen. Das ist, glaube ich, mein erster Kill. Und dabei ist mein ganzes Team wieder tot. Der geht nicht tot. Gut, dass er mich gesehen hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber er hat bestimmt einfach sich nur gedacht, oh, da möchte ich einfach hinschießen. Da ist bestimmt vielleicht jemand. Das war der Aufstiegskampf. Sehr schön, hat Spaß gemacht. GG, muss nicht sein. Was ein witzloses Spiel. Naja. Boah, vielleicht schreibe ich es auch ab mit den GGs davor. Jo, nee, nur GG. Warum kriege ich die nicht? Oh Mann, ey, wie schlecht. Wipeout. Wie schlecht, ey. Na natürlich, ey. Oh, wir haben eine Sprungboje und Wipeout. Lol. War nicht noch einer? Ja. Ich stehe doch genau vor dem! Was ist das denn für eine Rotze? Ey, kann man denn da nicht treffen, ey?
Cool. Gut, dass er einfach random irgendwo hingeschlagen hat, wo kein Mensch mich hätte vermuten können. Cool. Also Dodge Roll funktioniert auch schon mal sehr gut in dem Spiel. Also ich finde das mega gut. Schade. Andere hätten mich jetzt total zerrissen, aber ich springe natürlich mit einer Dodge Roll in seinen Schuss rein, der mich hätte eigentlich genauso gut schützen können. Aber vielleicht war das ja auch noch der Lag. In seinem Spiel stand ich vielleicht da noch. Bin gar nicht erst um die Ecke gefahren. Boah, geht keiner auf den Turm. Oh, ihr seid so gut. Ihr wisst auf jeden Fall, wie man dumm ist. Dankeschön. Das hast du gut gemacht. Waren ja auch nur 100 Gegner tot. Nächste tot. Jetzt geht einer mehr wieder auf den Turm. Ja, dann mache ich das. Ich bleib jetzt hier. Wehe, du... Dann bleib ich hier. Wehe, du stirbst. Mach Rasier. Mach deine Kills. Ich bin tot. Sehr gut. Du hast sehr gut geregelt. Jawohl, Wipeout. Boah, sehr gut, dass ich nichts machen durfte, weil keiner auf den Turm geht. Schön. Das ist keine Tinte. Yo, so ein anderes Team. 6 Nachwerden in Folge, krass. Ja, cool, war sehr schön. Ich will nur gerne andere Mates, Leute. Okay, gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall wieder sehr viele Backliner, zum Beispiel unser und alle tot. Boah, instant gar keinen Bock mehr. Yo. Alter, warum sehe ich die Bombe nicht?
Ja, genau, wieder strahlen. Oh, natürlich sind da zwei. Wo ist mein Team? Ah, wir sind ja wieder alle tot. Weil alle scheiße sind. Alle, ey. Nicht einer kriegt da mal geschissen, ey. Mich eingeschlossen. Ich meine, wir sind bei 96. Selbst wenn da am Ende einer mit 50 Kills steht. Gut Job. Nichts gemacht. Ja, und wieder strahlen. Und ich bin wieder der Einzige. Boah, habt ihr schon mal überlegt, vielleicht nicht zu sterben? Keine Ahnung. Aber vielleicht ist das so mein Hobby. Vielleicht sollte ich mein Team anschließen und einfach auch die ganze Zeit rumspringen. Von einem Map oder so. Keine Ahnung. Irgendwas unproduktiv Dummes machen. Jo, Bombe Session. Da hat gerade eigentlich nur einer gelebt. Ich habe ja zwei erwischt, der andere war auch tot. Und der eine holt sich den Turm, während mein Team, keine Ahnung, sich nur ohne kackt oder so. Lol. Die Curling-Bombe, ey. Hat den von überrollt. Oh, können wir die Bubbles wegmachen? Nein, okay, dann scheiß drauf. Jo, der Sniper. Und ich springe einfach in die Bombe wie so ein Vollidiot. Richtig erinnert. Lebt nur noch der Sniper. Krass, ey, unverdient. Haben wir nicht verdient. Aber ich nehm's mit. Das Minimum an möglichen Punkte, 3-0. Hart, Magolor, ey. Nie gezweifelt. Oder ich, wenn nicht möglich ist. Und bin ich schon überlegen, ob man nicht vielleicht echt so monatlich so ein Streamer... was weiß ich, Turniergedöns macht und man so ein paar, weiß ich nicht, Streamer zusammentrommelt, die dann so die Community zusammentrommelt, sich das Abzeichen erarbeiten und ein paar Mini-Turniere veranstalten. Z. Ich weiß nicht, so auf Streamer-Basis, ne, dass man da einfach, keine Ahnung, zusammenfischt. Ich meine, das erste Abzeichen wird ja theoretisch drin sein. Ende nächsten Monats, wenn Snom sich da noch anmeldet mit seinem Kumpel dort. Ist das dein Scheiß Ernst? Krass, ey, nicht mal erwischt. Da kann man ja auch im Laufe der Zeit dann ja auch so ein bisschen größer machen. Der denn da? Boah, Clash Blaster ist so Banane, ey.
Also Autoschrott, ne? Da ist jemand, glaube ich, sauer. Das war keine gute Rolle. Oh, sieht wenn man. Ist das dein Scheiß Ernst? Krass, der ist der Sniper echt versucht, mich da wegzukämpfen und hat unser Sniper nichts mitgekriegt. Ich treffe nichts. Ich treffe einfach offiziell nicht. Schade. Wollen kann ich auch nicht. Sie sind zu dritt, ey. Das hätte schon seit einer Stunde ein Wipeout sein müssen, ey. Bleib in der Tinte hängen und roll in die Bombe. Boah, ist das gut. Es ist einfach so episch. Boah, wie... Es ist einfach so schlecht, ey. Cool. Boah, hätte schon längst drin sein müssen, ey. Aber ich war auch so schlecht. Habe ich nicht verdient, aber ich nehm's mit. Das tun wir spielen zwar fast so. Lol. Mann, Kackecke, ey. Also wäre jetzt auch nicht unrealistisch gewesen, wenn ihr irgendwie. Oh, schnell weg, schnell weg. I'm afraid. Dann gehe ich auf den Turm. Ja, jetzt kommt der. Ja, genau, der schießt einfach daneben und
ärgerlich. Den habe ich gesehen. Aber nicht getroffen, krass. Sehr schön. Richtig schlecht wieder. Mal, ob ich den Bogen holen kann. Ah, shit. Ja, gut. Ja, viel Deckung ist da nicht davon zu kommen, ne? Ah, shit. Hätte er vielleicht irgendwie weggemusst. Zu spät. Ah, schade, ärgerlich. Aber gut, dann bin ich halt markiert. Dann sehen die halt mich. Wo ist denn der Ninja? Okay, der Punkt, keine Ahnung, wo der ist. Ah, natürlich taucht da der Blaster auf. Blaster hat seine Special ready. Ah, ärgerlich. Viele Fakten beim Duschen. Ich spring mal dahin. Jetzt geht es ja nur noch darum, Zeit zu schinden. Ah, okay, die sind zu dritt auf dem Turm. Hätte ich vielleicht ein bisschen warten sollen auf mein Team. Ah, ich bin drauf. Hier ist der voller. Boah, weiß ich nicht. Ich wünschte, das würde. Vielleicht gegen die Gegner war es jetzt ein bisschen angenehmer, aber. Boah. Ich wünschte, das würde öfters so aussehen. Later, nach 2 Stunden ist Akku leer. Ja, aber Docking Station. Am TV spielen. Vielleicht währenddessen sogar Ladedings hier reinpacken. So, I don't know. Also wenn ich weiß, okay, nach 2 Stunden ist leer, dann würde ich doch immer so ein bisschen, naja, schon mal ready halten, ne? Lerneffekt und so.
Boah, ich wollte gerade sagen, warum treffe ich den denn nicht, ey? Wieso zitiert was von Magolosch? Das habe ich ja, ist ja gar kein Zitat. Ich habe ja das gar nicht gesagt. Nur gesagt, aus seinen Fehlern lernen. Ich sag immer, man macht im Leben nur ein einziges Mal einen Fehler. Danach ist es eine Entscheidung. Okay, einfach nur Zeit schinden. Boom! Wird das nie wieder passieren, was ich nicht in der Hand verfüllen? Ach, nee, mal, mir ist das ja egal. Das ist ja jedermanns Sei, also das ist ja nicht mein Problem. Wenn da jedes Mal den Akku leer geht. Kevin! Ist in meinem Team. Boah, ich will jetzt schon aufgeben. Ja, zum Beispiel Handyladekabel. Ne? Wie das bei den neuen, keine Ahnung, wie es bei den neuen. Ich spiele halt einfach nie im Handheld. Also gut wie nie. Yo. Aber wie gesagt, ich würde ja aus Splatoon gar nicht im Handheld erst spielen, deswegen würde ich auch nie in dieser Situation reinkommen. Aber... Nein, ich wollte ihn töten, aber ich kam nicht dran. Schade. Außer Tabletop, da würde ich vielleicht... Das habe ich ja auch schon im Handheld gezeigt. Wo mein Team so... Boah, mein Team weiß ja auch wieder nicht, wie man Turmkommando spielt. Ne? Also ich habe jetzt gefühlt noch nicht einen einzigen Groß auf dem Turm gesehen. Aber gut, die Gegner wissen das ja auch nicht.
Hä, wie ist der denn gestorben? Wie bin ich jetzt gestorben? Wie? Ich habe das Gefühl, der war so am Längen, dass er einfach dann plötzlich dahin geportet ist und dabei uns alle getötet hat. Der hätte mich niemals erwischen dürfen, aber gut, wenn das so ist, ne? Ja, genau. Und der entkommt einfach dabei. Ganz bestimmt ist das so, ey. Ganz sicher. Boah, bewegt. Ja, genau. Geht auf den. Ich würde gerade sagen, sind drei tot. Geht doch einer irgendwie auf den Turm? Ah, der ist disconnected, cool. Lobby stirbt gerade. Oh, Wipeout, das wäre die Möglichkeit. Hat sich geschafft und jetzt hat er, glaube ich, oh, was macht er da? Das sah komisch aus. Egal, wir haben gewonnen. Ich nehme den Sieg mit. Ich scheiß drauf. Ich nehme es mit. Zimmer einen kleinen Fernseher, aber keine Sitzmöglichkeit, um alles perfekt zu sehen. Muss ich neue Energie nimmt man von Energie. Okay, Shanks, oha, in meinem Team. Das heißt, ich kann AFK gehen, er macht das schon. Ein Booyah für Shanks. Ja, okay, ich musste erst gucken, ob Booyah, ob Shanks zurückbooyert. Weil hätte jetzt Shanks nicht gebooyert, hätte ich natürlich. Ich bin tot. Boah, einfach zwei Blaster dort von rechts. Ich vertraue mal Shanks. Ja, genau, der trifft natürlich. Als ob da der Blaster kommt. Was gemacht? Mit der Energy, achso. Keine Ahnung, was ich da hätte machen können.
Guck mal, Shanks, ich habe eine Krone, das heißt, ich bin der König hier. Oh, der hat 8 Kronen, okay. Aber die sind Silber. Für, ach, was soll's. Schau mal mitgenommen. Das war eine scheiß Skid-Rolle. Wieder Wipeout. Ich krieg einen random Trizuka-Schuss ab. Wieder Wipeout. Natürlich. Boah, Aufschießkampf macht so Spaß, ey. Es tut mir leid, aber irgendwie, also entweder ist das Spiel echt tot, dass jetzt nur noch so die ganzen krassen Leute spielen, aber. Also ich weiß, ich hätte nicht das Gefühl. Also vor allem auch so das ganze Team. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwer aus meinem Team gerade Spaß hatte. Und das ist ja schon Runde 2. Bei denen ist ja gerade abends, ne? Das kann ja nicht sein. Ich schaffe es oft zu zweit reinzukommen. Ja, vielleicht ist das mein Fehler oder so. Keine Ahnung. Oh Mann, ich wollte doch diese scheiß Kotze da zünden. Bugface, lol. Käferfresse. Das ist ein lustiger Name. Auch, also mein weird, aber. Aber gut, man gewöhnt sich ja dran, dass jeder irgendwie so sein Fetisch hier präsentiert. Du hast gesniped. Er hatte Wolf mir erzählen und ich glaube, das habe ich auch im Chat. Boah, ich bin gar kein Freund von Stream Sniping. Weiß nicht, wenn Leute hier mich snipen würden, um das Match kaputt zu machen, wäre ich kein Freund. Also bin ich ganz ehrlich. Ich sag mal so, das reduziert eigentlich den Spaß des Streamers und wenn er dann irgendwann keinen Bock mehr hat, dann das Spiel zu streamen, dann braucht man sich vielleicht auch nicht wundern. Also würde mir auch noch den, also wenn ich wüsste, okay, die Leute hier wollen einfach nur einen abfacken, ne? Ist by the way der Grund, warum ich Babypark nicht mehr erlaube, ne? In Mario Kart.
Normal gespielt. Ja gut, wenn es normal passiert, aber Margot hat ja gerade geschrieben, quasi gestreamsnipen. Ne? Und es, also streamsnipen und normal spielen ist ein Unterschied. Also wenn jemand sniped, dann ist ja schon gezielt versuchen da reinzukommen. Ne? Ich meine, das kommt ja von im Stream sehen und snipe, also direkter Treffer so. Ne? Das macht man ja dann. Es ist ja ne, quasi, man schaut sich den Stream an und guckt, dass man das damit abtimt. So, ne, also. Also in der Lobby kommen ist da nochmal was anderes. Und das ist ja dann wieder auch ein Unterschied so. Ja, genau. Also ob man jetzt mit Absicht reinkommt oder versehentlich passiert, ne, ist ja nochmal ein Unterschied. Ich meine, ist natürlich auch immer wieder, ne, kommt drauf an, wer das macht. So, wenn ich weiß, okay, da könnte ich vielleicht eine Chance haben, wäre das vielleicht auch egal. Aber das heißt, ich meine, das kriegt man ja dann aber auch mit. Lol. Nein, das, was meine ich nicht? Zum einen nutzen viele das Wort falsch, das ist richtig. Magolo schrieb ja gerade, es war aus Versehen. Hat nicht sabotiert mit Geld, ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ey, hier die Kanalwette, das ist halt gegen die Verlieren. Sowas würde mich dann, glaube ich, auch eher abfangen. Ja, mal, wenn man da so mal reinkommt, ist okay. Den Double Kill hinlegen können, habe ich nicht. Schade. Und selbst wenn dann deinen Namen hören, ist das schlimm. Darf man den nicht erwähnen? Dann nenne ich dich in Zukunft Voldemort. Ich werde dann Voldemort sagen. So dass. Wenn jeder weiß, wer mit Voldemort gemeint ist. Oder ihr wisst schon wen. Lol, hat mich die Mine da runtergehauen. Komm nicht hoch. Ich habe ihn gesehen. Nicht genannt werden, der nächste Name ever. Bisschen, ne? Ich glaube, ich habe den Abstiegskampf ja wieder verkackt, ne? Wenn ich. Ich meine, man hat ja keine Kontrolle darauf, ob man im gegnerischen oder im eigenen Team kommt. Und wenn man dann halt sniped, um in meinem Team zu kommen zu wollen, ist ja trotzdem Stream-Sniping.
natürlich. Wie gesagt, Team Sniping ist erstmal per se kein positiver oder negativer geprägter Begriff. Es heißt einfach nur, versuche in die Lobby des Strivers, hier unter dem, mit dem Bild des Streamers zu sehen, dass ich da reinkomme und mir dadurch Vorteile zu verschaffen. Also eher in gewissem Maße natürlich dann, wie gesagt, bei so Splatoon ist das eben nicht so derartig möglich. Da ist es mehr so möglich, dass man in die Lobby reinkommt, mehr nicht. Aber in die Lobby reinzukommen. Wie man das dann nutzt, das ist ja was anderes. Ob man dann das nutzt, um den Streamer abzufacken, ist ja dann was anderes. Oder ob man dem Streamer hilft. Lol. Nein, ich wollte Energy. Stream tanken. Ja, das ist lustig. Den Begriff finde ich gut. Missverständlich für viele. Ja, gut. Und hier ist alles entspannt. Gerade gefrühstückt. Boah, hier gibt es wahrscheinlich gleich ein Mittagessen. Oh, ne. Minuten zu spät. Was waren vor 42 Minuten? Cool. Da war 12 Uhr, ne? Oh Mann, ey, als ob ich den nicht treffe, ey. Booyah-Bombe. Oh mein Gott. Jo, ihr macht das schon. Ich bleib einfach hier und... Und mit Trank-Tank. Trank-Tank! Gerade. Schade. Oh, you're so dead.
Na, Hauptsache, ich habe den Blaster mitgenommen. Pausig? Nein. Ja, nein, vielleicht. Na. Geht mit einer Airbrush. Boah, ist das unangenehm. Aber gut, ich war ja auf dem Turm, ne? Da hat er ja easy Treffermöglichkeiten. Lol. Ich komm zurück! Ich will können! Krass, okay, direkt einfach schade. Er ist wie Lego, er ist auf One-Hit gegangen. Ah, ärgerlich. Stirb. Das wird mir stinken. Aber gut, was hätte er machen sollen? Er ist wie Lego. Es ist nie lustig, Finn, wenn mehrere Personen in einem Splashdown sterben. Warum nicht? Also... Gay Furry. Ich sag doch, Splatoon ist so, wo die Leute ihren Fetisch einfach mal freien Lauf lassen, ne? Andere gehen dafür auf Pornseiten und die, die das, die über diesen bist du schon 18 Schalter nicht hinwegkommen, machen das in Splatoon. Ups. Drei Doppler. Hier, und die Gegner haben nur Range-Waffen, ey. Haben die überhaupt Disperser, ne? Der kommt da irgendwo von hinten mal... Sehr schön. Bis dem S-Rang entwachsen. Boah, das klingt, als wäre ich zu gut für den S-Rang. Aber wenn das so ist, dann müsste ich im S... Also ich finde, erst wenn ich im X-Kampf, also S-Plus bin. Oder kann ich hinter... Keine Tinte. Fuck! Lol, wie habe ich den gekillt? Keine Ahnung. Das war doof. Egal, trotzdem K.O. Sieg. Master ja alle fertig. Boah, wäre traurig, wenn nicht, ne? Und dann kommt der S-Kang und dann kommen die Top 10 Armee, die dafür sorgen, dass ich nicht da reinkomme.
Der kommt wohl morgen an. Der Disperser, meinst du? I eat kids. Oh, wenn Gay Furry auf I eat kids trifft, ne? Ich gehe mal davon aus, der ist ja auch irgendwie 12, so, wenn man sie so einen Namen gibt. Dann wird er wahrscheinlich einfach gefressen. Schade! LOL! Ich wollte einfach nur vor dem Schirm abhauen. Der regt sich bestimmt auch gerade auf. Woher wusste er, dass ich da bin? Random Schuss. So fühlt sich das an, wenn man versehentlich ihn tötet. Oh, wenn der wüsste, dass hier noch ein Splashdown ist. Der ärgert sich bestimmt. Aber noch göttlicher als die Wächter ist mein zweimonatiger Subkappa-Kappa. Subkappa-Kappa! Yo, Kub Subkappa-Kappa! Dankeschön für dein Sub im zweiten Monat. Ich muss erst überlegen, der wievielte Monat. Was ist das für eine Voice? Weiß ich nicht. Frag doch Subkappa Kappa. Dor. Nein, nicht das. Das war Selina Eo. Ja, sie liest das immer vor. Boah, Schirm, nehme ich nicht ernst. Ich bin tot. Eigentlich haben wir gerade einen guten Bosch. Ach komm, ich scheiß auf Springen, bevor ich da irgendwie den. Ja, genau, alle tot, lol. Gut, bist du das? Gar nicht drauf. Wir dürfen jetzt nicht. Ja, okay, passt. Umgerettet. Na, wieder voll vorbeigezielt, ey. Ah, der hat Agilität eingesetzt. Uh-oh. Wollte er mich mit einem Schirm abcampen, ey. Ah, Mann, ich wurde... In die Ecke. Ab in die Ecke.
Ah, shit, wie nur ein paar Mal getroffen, tot. Ärgerlich, ärgerlich. Die magst du bei Rainmaker, aber nicht bei Turm. Yo! Lol, passt. Und einen guten Tag, ja, was? Achso, dass es Selina war. Dass sie das vorliest. Ja, hab ich wieder eine Serie geschafft. Yay. Yay.